Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es den zweiten Teil sozusagen von den Geschenkideen. Genau, ich hatte euch schon angekündigt, dass ich noch vorhabe, ein persönliches Geschenkideen-Video zu machen, weil es so viele unglaublich schöne personalisierte Geschenkideen einfach gibt, die ich bereits schon verschenkt habe und die ich auch selber erhalten habe. Und die habe ich mal alle zusammengesammelt und möchte euch sie jetzt in diesem Video vorstellen. Deswegen wünsche ich euch auf jeden Fall ganz viel Spaß bei dem Video und ich würde sagen, wir beginnen auch direkt. Fangen wir mit der ersten Idee an, auf die ich erst vor kurzem aufmerksam gemacht worden bin und ich finde es super einfach. Es gefällt mir richtig, richtig gut. Und zwar geht es um ein Poster. Ihr seht, hierauf abgebildet ist Japan, also die Karte, also aus Kartensicht sozusagen. Es gibt einen Online-Shop und zwar heißt der Mapiful und das ist im Prinzip auch ein Mapiful. Ihr könnt euch jede Stadt aussuchen, die ihr wollt oder auch Land oder auch Kontinent, ist ganz egal. Dann stehen hier einmal die Koordinaten drauf. Ihr könnt euch das auch selber aussuchen, was da genau draufstehen soll. Ich habe mich für Japan entschieden, weil das halt Japan repräsentiert oder Japan einfach ist. Dann habe ich noch ein kleines Zitat hinzugefügt. Ich werde euch das gleich erklären. Dream, believe and do. Und dann haben wir hier noch die Koordinaten von Japan. Das Besondere daran ist einfach, dass man mit dieser Stadt oder mit dem Land, je nachdem, wofür man sich entschieden hat, dass man damit etwas ganz Persönliches ausdrücken kann. Ich habe mich für Japan entschieden und auch für den Spruch oder für das Zitat aus folgendem Grund. Ich habe erst überlegt, ob ich vielleicht eine Stadt nehme, die mir viel bedeutet, ja, mit der ich viele schöne Erinnerungen teile, aber konnte mich irgendwie nicht so richtig entscheiden. Und deswegen habe ich mich hierfür entschieden, für Japan. Ich war bisher noch nie in Japan. Dieses Bild habe ich für mich und meine Mom oder beziehungsweise auch für meine Mom erstellen lassen. Denn Japan ist eines unserer größten Ziele. Wir beide sind einfach zwei Kämpfernaturen und haben schon so viel durchgemacht. Und trotz alledem schauen wir immer noch nach vorne und haben unsere Ziele. Und deswegen auch einfach Dream, Believe and Do. Einfach die Träume beizubehalten, daran zu glauben. Der Glaube ist so, so wichtig. Das ist uns in der letzten Zeit noch viel, viel bewusster geworden. Und du einfach ja, zu kämpfen und das zu tun, was einem Inneren sozusagen antreibt. Und in Japan haben wir auf jeden Fall, es ist ein sehr großes Ziel von uns, weil wir da vor allem auch die Kultur kennenlernen wollen und einiges mit unserem heutigen Lebensstil einfach damit verbinden. Genau, ich bin schon sehr gespannt und es soll uns einfach jeden Tag aufs Neue daran erinnern, wofür wir kämpfen und was unser Ziel ist und wo unser Streben sozusagen hingeht. Deswegen habe ich mich hierfür entschieden. Genau, ich habe aber auch noch super coole andere Ideen gefunden, wie zum Beispiel Hogwarts. Könnte man zum Beispiel auch, oder bei dem Bild kann man es auch mit einer Reise verbinden, dass man da sogar ein Ticket mit reinsteckt und dann sagt, okay, das ist unsere nächste Reise, wo wir hingehen. Oder man entscheidet sich für eine Stadt, in der man sich kennengelernt hat, in eine Stadt, wo man seine Träume verwirklicht hat oder wo man eine besonders schöne Zeit hatte. Oder wie schon gesagt, genau, Hogwarts habe ich gesehen, finde ich auch richtig cool. Oder genauso wie Disneyland habe ich auch gesehen, finde ich super, super cool. Ihr könnt dieses Mapiful ganz individuell gestalten. Es gibt viele verschiedene Kreationen. Ich habe mich für was sehr Schlichtes entschieden, einfach weil bei uns zu Hause es sehr schlicht ist. Ja, es ist relativ steril zu Hause und ich dachte mir, das Bild passt einfach sehr gut in unser Haus und sollte uns dementsprechend auch immer dran erinnern. Des Weiteren kann man das Ganze auch in rosa machen, fand ich auch sehr schön, oder blau. Und dann könnt ihr auch nochmal ganz individuell gestalten, was ihr für einen Text haben wollt, wie das Ganze aussehen soll, wie nah es rangezoomt sein soll. Kann man sogar auch entscheiden. Also ihr habt da viele verschiedene Möglichkeiten. Und auch im Rahmen habt ihr eine kleine Auswahl. Und zwar gibt es einmal einen ganz normalen Rahmen. Das war jetzt ein Rahmen, den ich bereits zu Hause hatte. Da gibt es aber auf jeden Fall auch welche. Oder auch, ich weiß gerade nicht, wie man es genau nennt, aber ihr könnt an euer Poster auch was zum Aufhängen dran machen lassen. Das, finde ich, sieht auch total schön aus. Bild ist halt sehr groß, das Poster. Könnt euch auch in der Maße variieren. Ihr könnt es auch ganz im Querformat machen. Aber das hat mir am besten gefallen und ich finde, das kann man auch einfach so auf den Boden stellen und es sieht richtig schön aus. Oder halt auch hier oben hin. Ich schau mal, wo ich das hinhänge. Falls ihr an einem Mapiful interessiert seid und vielleicht auch zur Weihnachtszeit oder vielleicht hat auch jemand Geburtstag oder so, ja, das als Geschenkidee sozusagen vorbereiten wollt oder wenn ihr einfach Lust habt, selber euch sowas anzuschaffen oder auch eure Geschichte damit ausdrücken wollt,
Dann habe ich einen 10% Rabattcode für euch. Und zwar heißt der Vivis Lifestyle 10. Mit dem bekommt ihr bis zum 31.10. 10% Rabatt auf euer Marpiful. Falls ihr vielleicht auch schon ein Marpiful habt oder euch eins bestellen wollt, könnt ihr mir gerne eure Wahl in die Kommentare schreiben, für welchen Ort ihr euch entschieden habt und welche Geschichte ihr damit teilt. Das würde mich mal sehr interessieren. Ich würde sagen, wir machen weiter mit einer anderen sehr schönen Geschenkidee, die auf jeden Fall sehr, sehr viel Arbeit in Anspruch nimmt. Also ich saß daran wirklich lange. So sieht das Ganze aus. Es ist eine Box. Und zwar nennt sich diese Box Explosion Box. Ich weiß nicht, ob ihr das vielleicht bereits kennt. Auf YouTube gibt es so viele Tutorials. Ich werde euch das gleich an meinem Namen zeigen, wie das aussieht, wie das aufgebaut ist. Es ist wunderschön. Also ich bin so stolz auf dieses Geschenk. Das ist, glaube ich, das schönste Geschenk, was ich jemals gemacht habe. Genau, auf jeden Fall nimmt man den Deckel ab und dann fallen diese Seiten um und dann sind hier sehr, sehr viele Bilder, dementsprechend auch sehr viele Erinnerungen. Ich zeige euch das, wie gesagt, jetzt einmal detailliert, dann könnt ihr das sehen. Tutorials gibt es ganz, ganz viele auf YouTube, bei Instagram habe ich sogar auch welche gesehen. So, hier seht ihr einmal den Deckel, da habe ich noch so ein paar, ja, kleine Schmetterlinge und so kleine, aus Servietten, so kleine Blümchen sozusagen dran gemacht, damit das so runterhängt. Fand ich irgendwie total süß. So sieht das Ganze dann aus. Das soll eine Torte darstellen. Ich denke, die kann man ganz gut erkennen. Ich habe die Bilder jetzt hier mal abgeklebt. Genau, dann habe ich hier einmal eine Tasche. Hier ist so eine Abstecknadel zum Nähen eigentlich drin. Und dann hatte ich hier noch einen Gutschein reingepackt. Also ihr seht, das ist sozusagen die erste Lage. Ups. Das ist die zweite. Und dann haben wir hier noch außen das dritte. Wir fangen einmal mit dem ersten an. Ich versuche euch gerade mal alles so ungefähr zu zeigen, die Techniken, die ich mit eingebracht habe. Hier hatte ich dann sowas zum Aufklappen. Hier steht dann Text drin mit so einem Band. Dann habe ich hier noch was so zum Aufmachen mit einer Schleife. Das kann man dann auch einmal aufklappen. Dann sind hier entsprechend so kleine Bilder, die habe ich bei Rossmann, habe ich so Collagen in einer normalen Fotogröße ausdrucken lassen und die dann klein geschnitten. Genau. So, dann haben wir, also hier, das kann man immer so aufklappen. Oder hier, das geht dann nicht zur Seite, sondern so nach oben hin auf. Sind da ganz viele Bilder. Genau, das geht halt hier weiter. Hier auf der zweiten Lage habe ich halt nur diese Technik sozusagen angewandt. Und dann machen wir weiter. Hier habe ich einmal so etwas drin. Das ist so eine Karte, hier haben wir das Herz. Wenn wir das Herz so knicken, dann können wir das aufmachen. Und dann so nochmal. Und hier habe ich dann ein Foto reingeklebt und noch einen kleinen Text. Genau, und dann auf dieser Seite, das habe ich jeweils auf der gegenüberliegenden Seite, also hier habe ich das auch so gemacht, dass man das einmal aufklappen kann, um noch mehr Fotos hier einmal zu zeigen. Hier kann man halt an der Seite ziehen und dann blättert das so weiter wie so eine Art Buch. Na, und dann kann man es wieder zurückschieben. Hier haben wir wieder was zum Aufklappen. Einmal die andere Seite wegen den Bildern. Und hier ist dann so eine Art kleine Tasche. Hier habe ich einfach die restlichen Bilder reingetan, die noch übrig geblieben sind. Auf dieser Seite ist, wie gesagt, das auch einmal zum Aufklappen. Und dann haben wir hier wieder das gleiche System wie auf der Seite. Hier wieder eine kleine Tasche und hier befindet sich diese klappbare Karte sozusagen drin. Also man zieht an den Seiten und dann wendet sich das einmal. Und als die Torte ist kaputt. Und als letztes habe ich hier noch so eine Art kleines Band, so wie eine Tasche gemacht und ein Herz. Das kann man dann aufklappen. Das ist wie so ein Glücksblatt. Und da habe ich dann auch noch was reingeschrieben. Und dann kommen wir auch schon zu der letzten Seite hier. Hier habe ich auch wieder so eine Tasche. Die habe ich halt so ein bisschen anders gestaltet, so abgerundet. Und dann kann man das hier auch rausziehen. Und da war eine Schleife dran, die sieht schon ein bisschen mitgenommen aus, wie gesagt, weil wenn das zu ist, dann irgendwann quetscht sich das. Aber die konnte man dann auch so aufziehen. Und dann kann man das auch wieder aufklappen zu allen Seiten. Und dann hatten wir hier noch ein besonderes Bild sozusagen und dann habe ich noch so ein Herz dahinter gelegt. Sehr, sehr viel Arbeit, aber es ist auch wunderschön. Ich liebe diese Box. Dann kommen wir zu einer weiteren Idee. Die Idee kennt auch so gut wie jeder. Und zwar geht es um ein Fotoalbum, was man mit eigenen Erinnerungen, also mit Bildern ausfüllen kann. Mit Kassenbons zum Beispiel auch. Oder mit irgendwelchen Etiketten oder Flyern. Wo eine besondere Geschichte oder wo generell eine Erinnerung hintersteckt, kann man alles zusammen in ein Album reinpacken
und dazu auch vielleicht noch was schreiben. Ich habe sowas auch schon mal angefertigt, ich werde euch das einblenden. Ich habe das Ganze in Geschenkpapier umgewickelt, das Fotoalbum, weil mir das Design, glaube ich, nicht so gut gefallen hat. Und dann auch noch eine Schleife drum gemacht, also wie so ein Geschenk sozusagen. Ich habe eigentlich jede Seite abfotografiert, aber ich finde nur noch diese Dateien davon. Also ich habe wirklich auf jede Seite ein Foto geklebt oder auch ein Bild und dazu meine Erinnerungen hingeschrieben und allgemein noch so ganz alte Geschichten. Also sozusagen, ich habe es einer Freundin geschenkt und so eine Art Freundschaftsgeschichte. Also ich glaube, ich habe mit den ältesten Bildern angefangen und bin dann hoch bis zu den neuesten gegangen. Genau, ist auch eine super, super coole Geschenkidee. Des Weiteren kommen wir jetzt noch zu zwei genialen Geschenkideen, für die ich selber, glaube ich, niemals gekommen wäre. Eine Geschenkidee befindet sich hier drin. Und zwar ist hier ein Stick drin. Das hat mir eine Freundin geschenkt. Ich dachte mir wirklich, wow, ich finde es so klasse, die Idee dahinter. Und es hat mich richtig berührt, als ich mir das angeguckt habe. Zu Tränen berührt tatsächlich. Und zwar geht es darum, auf diesem Stick ist ein Video drauf. Und eine Freundin von mir hatte sich vor die Kamera gesetzt. Sie wusste auch, dass ich YouTube-Videos mache und wir haben zusammen irgendwie diese Leidenschaft entwickelt, uns vor die Kamera zu setzen und Challenges zu machen, aber wir haben nie was veröffentlicht. Auf jeden Fall hat sie sich vor die Kamera gesetzt und ja, für mich ein Video aufgenommen und zwischendurch Bilder eingeblendet und ihre Geschichte dazu erzählt und über ihre Erinnerungen bezüglich der Bilder gesprochen, was sie damit verbindet. Und da sind dann halt auch nochmal neue Geschichten aufgekommen, die ich gar nicht mehr so im Kopf hatte und es war einfach richtig schön und ich finde, es ist auch eine richtig coole Geschenkidee. Genau, das hat sie in so ein Beutelchen eingepackt mit ein paar Rosen. Richtig, richtig süß. Genau, eine weitere Geschenkidee, die ich letztes Jahr vor Weihnachten an der Bushaltestelle von jemandem gehört habe. Und zwar, vielen Dank an die Person. Ich kenne sie zwar nicht, aber vielen Dank. Und zwar geht es darum, dass man einen eigenen Podcast aufnehmen kann oder beziehungsweise keinen eigenen Podcast, sondern ein eigenes Hörbuch über ein Buch, was zum Beispiel eine Person sehr gerne mag, wie zum Beispiel, okay, Harry Potter wäre halt echt viel, aber irgendein Buch, dass man es mit seiner eigenen Stimme aufnimmt und die Person sich das anhören kann, finde ich, ist auch eine richtig, richtig coole Idee. Wäre ich, glaube ich, niemals drauf gekommen, ein eigenes Hörbuch zu machen, aber wie cool ist das bitte? Dann kann man natürlich auch noch verschiedene Dinge personalisieren lassen, wie zum Beispiel, was ich hier habe. Das sieht jetzt schon ein bisschen mitgenommen aus, weil es schon echt alt ist. Und zwar ist es ein Kissenbezug. Da steht drauf, ich liebe dich. Das bin ich früher mit meiner Gaumenerweiterung und mein Riesenteddy. Hier hinten sind auch nochmal viele Bilder drauf. Aber auch von meiner Familie, die möchte ich nicht alle veröffentlichen. Aber sowas finde ich auch eine richtig coole Geschenkidee. Voll süß. Also sowas wie ein Kissen oder vielleicht, okay, eine Decke wäre halt auch cool. Könnte man auch machen. Oder es gibt natürlich auch Puzzle oder einen Schlüsselanhänger. Oder was ich auch bereits zweimal geschenkt bekommen habe, ist eine Tasse. Personalisiert mit einem Foto von mir und der jeweiligen Person, von der ich das geschenkt bekommen habe. Finde ich auch eine super coole Idee. Ansonsten vielleicht noch so ein paar Anregungen sind zum Beispiel Schmuck ganz generell, dass man, wenn jemand Thomas Sabo zum Beispiel trägt und sich immer neue Anhänger holt, dann kann man da vielleicht einen schönen Anhänger holen oder irgendeinen Anhänger, der einen Insider beinhaltet oder ja, für euch irgendeine Erinnerung verknüpft sozusagen. Genau, oder natürlich auch Ketten. Ich habe auch mal einen Ring geschenkt bekommen, da waren innen drin von jedem der Anfangsbuchstabe rein graviert, genau. Oder halt auch eine Kette, einfach wie so ein Plättchen hier. Ich habe gerade meine Tiffany-Kette, aber die gibt es natürlich auch sowas zu kaufen, wo man dann auch was reingravieren lassen kann. Das wäre halt auch was ganz Klassisches einfach. Und genauso wie irgendwelche Lederarmbänder. Ja, da gibt es eigentlich ganz, ganz viel. Und ansonsten, was ich auch noch entdeckt habe, My Days, da werden so coole Sachen vorgeschlagen. Ich versuche es gerade mal so ein bisschen aufzuzählen, was ich da gefunden habe. Was war das denn genau? Genau, hier ein Bubble Football oder so außergewöhnliche Übernachtungen gibt es. Ja, so Wellness, Bungee. Genau, wo man einfach halt eine Reise verschenkt. Und ja, finde ich auch ganz cool. Wie zum Beispiel mit dem Apifol, wo ich schon sagte, dass man sich für Disneyland entscheiden kann. Und dann hat man es einmal hier drauf. Und dann kann man es gleichzeitig mit einer Reise sozusagen verschenken. Finde ich auch richtig, richtig cool. Genau. Oder generell einfach ein Poster oder eine Fotokollage. Es gibt ja ganz viele Bilderrahmen. Zum Beispiel auch bei Teddy
habe ich welche gesehen. Oder auch bei Nanunana. Da könnt ihr auch nochmal Bilder ausdrucken und dann kann man es direkt in einem ganz großen Rahmen als Collage an seiner Wand anbringen. Genau, das waren so alle Geschenkideen. Falls ihr noch coole persönliche Geschenkideen habt, dann ab damit in die Kommentare. Marpiful Rabattcode ist in der Infobox, genauso wie die Website natürlich. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn das der Fall war, dann würde ich mich auf jeden Fall über einen Daumen nach oben freuen. Und falls ihr keine Videos mehr von mir verpassen wollt, könnt ihr gerne die Glocke aktivieren. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss!